Herzlich willkommen hier aus Berlin. Mein Name ist Lukas Hempel, bin einer der Gründer und Geschäftsführer von BookingKit. Schön, dass ihr alle bei uns seid. Es ist so ein bisschen wie, glaube ich, in dem gesamten Land eine komische Situation insgesamt. Wir sind hier zu zweit gerade in einem Büro für 100 Leute, ein Geisterbüro, und haben hier quasi unseren einen Konferenzraum in ein Videostudio umgebaut. Und es sind nicht nur hier in Berlin verrückte Zeiten, nicht nur hier bei uns im Büro, sondern vor allen Dingen in unserer Branche sehr, sehr wirtschaftlich schwierige Zeiten für viele Anbieter, für viele Freizeitanbieter, für viele touristische Anbieter, für uns, aber auch insgesamt. Und deswegen ist einer der Ansätze, wie wir gesagt haben, in Zeiten der Krise zeigen sich wahre Partner. Und das ist unser Anspruch, zu sagen, hey, wir wollen genau in diesen Zeiten der Krise, wo wir auch viele Themen naturgemäß selber haben, wollen wir da sein, wollen wir eine Plattform bieten, wollen wir Best Practices austauschen und wollen vor allen Dingen ins Gespräch kommen. Haben deswegen diese wöchentliche Webinarserie gestartet. Ich glaube, aktuell passiert ja jeden Tag täglich was anderes. Und deswegen wird nächste Woche schon wieder die Situation an vielen Stellen anders sein, als sie vielleicht irgendwie noch vorher war. Wir haben die Gelegenheit, auch Fragen zu beantworten. Das heißt, es ist ein relativ offenes Q&A-Format. Ich habe ein paar Sachen so zur Struktur am Anfang mitgebracht. Aber vor allen Dingen soll es ein offenes Q&A-Format sein, wo ihr die Chance habt, einfach eure Fragen zu stellen. Wenn ihr Erfahrungen habt, gerne die teilen. Ich glaube, aktuell geht es uns allen so, dass wir sehr getrieben sind von vielen Sachen, die irgendwie täglich auf uns einprasseln. Ob es jetzt irgendwie gute Nachrichten aus China sind, dass es dort schon wieder auf der Weg der Besserung ist, oder schlechte Nachrichten hier aus Europa sind, dass es dann doch länger dauern soll, als wir vielleicht alle vermuten. Und das ist tatsächlich, prasselt auch auf mich, auf uns alle, glaube ich, täglich ein. Und in Zeiten der Krise ist es halt, glaube ich, vor allen Dingen wichtig, dass wir jetzt nicht den Kopf sprichwörtlich in den Sand stecken, sondern uns darum kümmern zu sagen, okay, was können wir jetzt tun? Was sind Best Practices? Wie gehen andere Anbieter damit um? Und da wollen wir einfach ein paar Erfahrungen teilen und mit ins Gespräch kommen. Das sehen wir als unsere Rolle in dieser Krise. Wenn wir alle irgendwie keine Buchung bekommen, dann ist irgendwie die Rolle eines Buchungssystems nicht mehr so stark, Buchungen abzuwickeln und Kunden zu vermitteln, sondern vor allen Dingen zu helfen, zu vernetzen, Best Practices zu zeigen. Und vielleicht steigen wir einmal damit ein, dass wir haben so ein bisschen Struktur mitgebracht, zeigen gleich parallel was und haben so ein bisschen Struktur zu dieser Krise mitgebracht. Vielleicht vorab, bevor wir einsteigen, wir haben kein besseres Wissen, als ihr das habt. Ja, wir lesen die gleichen Nachrichten. Wir haben natürlich irgendwie ein paar Informationen aus der Branche. Aber wir sind keine Wissenschaftler, keine Ärzte. Wir haben kein Wissen, sondern versuchen einfach zusammenzutragen, was an Informationen uns zur Verfügung steht, und das entsprechend einzuordnen. Ich glaube, ganz wichtig in dieser Phase der Krise, wo wir jetzt aktuell, also in Deutschland, sind seit Dienstag ja Freizeiteinrichtungen komplett per Verordnung geschlossen, dass wir uns einmal vor Augen führen, okay, was sind denn eigentlich die verschiedenen Phasen aus dieser Krise heraus? Und zwar weniger heraus aus der Situation zu sagen, okay, wie lange wird jede einzelne Phase dauern? Denn offen gesagt, ich habe keine Ahnung, ihr habt wahrscheinlich keine Ahnung, keiner hat da draußen eine Ahnung, wie lange die einzelnen Phasen gehen. Aber was wir lernen können aus historischen Krisen ist auf jeden Fall, dass es eine Entwicklung gibt, die sich in Phasen abzeichnet. Und ich glaube, wenn wir einmal verstanden haben, zu sagen, wie funktionieren diese Phasen, dann können wir besser verstehen, zu sagen, wie müssen wir uns positionieren, was sind die Optionen, die wir tun können, um uns zu positionieren in den entsprechenden Phasen. Und deswegen haben wir es hier einmal mitgebracht, in drei Phasen, zu sagen, okay, wo wir aktuell drin sind, ist die Lockdown-Phase. Ja, also eine Phase, wo de facto der Umsatz von Touren, Aktivitäten, Attraktionen auf Null ist, ja, weil sie per Verordnung geschlossen sind, dann gibt es eine Phase, wo wir wieder zurückkommen werden auf eine neue Normalität. Ja, das nennen wir die Phase 2 oder Getting Back to Near Normal, also zu der neuen Normalität zurückkommen. Wenn wir uns jetzt fragen, wie wird diese Phase aussehen, dann gibt es da zwei Leitbilder, die wir davon nehmen. Ad 1,
Regierungen werden versuchen, vor allen Dingen Freizeiteinrichtungen relativ schnell wieder zu öffnen. Das sehen wir gerade in China, weil sie relativ schnell das Gefühl wieder geben müssen, okay, wir sind wieder in einer Normalität angekommen. Wir gehen wieder zurück in eine normale Gesellschaft. Und deswegen haben wir auch gesehen in China, dass Freizeiteinrichtungen eine der ersten waren, die wieder dann öffnen durften. Allerdings gibt es ja immer den Trade-off zwischen, ja, okay, wie viel habe ich Infektionsrisiko, Gesundheitsrisiko versus wie viel will ich quasi in diese Normalität, wie schnell will ich da zurückkommen. Und das ist in China aktuell so gelöst, dass alle Einrichtungen gecapped sind auf 30% der normalen Kapazität. Also wenn wir irgendwie eine Attraktion haben, die normalerweise 300 Leute gleichzeitig bedienen könnte, dürfen dort per Verordnung jetzt nur 30% der Leute, also ca. 100 Leute sein, um einfach das Infektionsrisiko zu verhindern. Und dürfen Tickets ausschließlich online gebucht werden, um quasi keine Schlangen an den Kassen zu haben, keine Kassensituation zu haben. So wird es aktuell, dort sind wir schon in dieser Phase, in China gelöst. Und das zeigt uns so ein bisschen, wie wird es auch im Zweifelsfall hier aussehen. Und dann werden wir in eine Phase kommen, wenn wir zurück in eine Normalität gehen, in eine neue Realität, ja, wir nennen das die Rebound-Phase, wo wir also langsam wieder sich das entsprechend aufbaut. Und wenn wir uns anschauen, okay, wie wird dieser Markt da ungefähr sein, haben wir uns Daten angeschaut von der Finanzkrise 2008, 2009 und da haben wir gesehen, okay, für die 2 Jahre nach der Krise war das Gesamtniveau von Reisen insgesamt, also des Travel-Marktes, auf 85% des vorherigen Levels und es hat 2 Jahre gedauert, wieder auf das alte Level zu kommen. Wenn wir das mal analog hinterlegen, dann würden wir sagen, okay, auch analog gehen wir davon aus, so 85% des Marktvolumens, also der Markt wird kleiner. Zum Zweiten wird er wahrscheinlich vor allen Dingen mit Reisen innerhalb der Länder anfangen, ja, also Domestic-Produkte, Sachen, die ich auch in meiner Stadt selbst machen kann, also Freizeitangebote werden als erstes wieder anfangen und danach werden wir erst wieder Reisen sehen, die dann quasi auch längere Distanzen überbrücken, weil auch davon auszugehen ist, dass die Travel-Bans, also die Reisebeschränkungen, die aktuell auferlegt sind, dass die noch relativ lange anhalten werden, weil die Regierungen davon ausgehen müssen, selbst wenn sie es in ihrem Land, in ihrer Region die Infektion gelöst haben oder das Infektionsrisiko gemanagt haben, dass sie immer noch dafür Sorge tragen, okay, wenn jetzt wieder Touristen von extern reinkommen, gibt es eine neue Infektion, gibt es quasi eine zweite Welle. Und deswegen gehen wir davon aus, dass quasi gerade das grenzüberschreitende Reisen sehr, sehr lang sein wird. Auf Ebene der Zeitachse, sozusagen, okay, wie lange dauern diese verschiedenen Phasen? Nochmal ein Disclaimer, wir haben auch nicht mehr Ahnung als ihr. Wir haben es nur zusammengetragen von all den Quellen. Wir haben verschiedene Expertengespräche geführt. Wir haben mit ganz vielen OTAs, also Vermittlern, gesprochen, sowohl hier in Europa als auch in China, um zum besser zu verstehen, okay, was sind die Dynamiken, die da zu sehen sind. Ganz spannend, wir haben ja im chinesischen Markt, hat diese komplette Lockdown-Periode 7 Wochen gedauert. Da ist davon auszugehen, so unsere Einschätzung, dass wir hier in Europa eher längere Lockdown-Perioden sehen werden, weil davon auszugehen ist, dass das Verhältnis zwischen Wirtschaftswachstum und gesundheitlichen Risiko von den Regierungen in Europa einfach nochmal anders betrachtet wird und deswegen lieber nochmal eine Woche länger in Lockdown gegangen wird, als da in ein Risiko zu geraten. In dieser zweiten Phase, was ich so aus Expertengesprächen mit vielen von den OTAs da gelernt habe in China, und das fand ich ganz spannend, dass schon in dieser zweiten Phase die Nachfrage das Angebot überschreitet. Also die haben alle gesagt, okay, eigentlich könnten wir auch mehr als diese 30% der Kunden vermitteln, aber wir haben halt das Angebot nicht. Es gibt einfach die Plätze nicht auf den Attraktionen. Das war schon ein ganz spannender Fakt, dass das eine ist jetzt zu sagen, was darf ich gesetzlich? Und das andere, sind Leute auch wieder bereit, dann Freizeitaktivitäten so schnell zu machen? Und das ist schon ganz spannend. Ob das jetzt 3 Monate sind oder 9 Monate, keiner weiß es. Ja, also irgendwo in dem Rahmen wird es sich bewegen. Und das sind, glaube ich, so unser erster Aufschlag in die Richtung irgendwie in dem Zeitraum. Und dann auch der Rebound-Phase zu sagen, wie lange wird es dauern, wieder auf das alte Marktniveau zu kommen? Ja, irgendwas zwischen 1 und 3 Jahre, da kann man optimistisch sein, da kann man pessimistisch sein. Das ist ehrlich gesagt, glaube ich, auch aus heutiger Sicht noch gar nicht so wichtig zu sagen, wie wird es exakt sein, sondern mehr das Verständnis, wie werden eigentlich die verschiedenen Phasen in dieser Krise sein.
Wenn wir das mal quasi zusammenfassen und auf eine Zeitachse bringen, das wäre jetzt quasi das nächste, genau. Schauen wir einmal rein. Haben wir jetzt, sind wir im März 2020. Und jetzt können wir sagen, okay, wir malen mal ein optimistisches Szenario und wir malen ein pessimistisches Szenario. Das optimistische Szenario, und so haben wir das auch von den verschiedenen OTAs und den Travel Resellern gehört, ist quasi, wir haben jetzt einen Lockdown, der ja in Deutschland erst diese Woche begonnen hat. Quasi ab Dienstag gab es die Verordnung für die Schließung von Geschäften und darunter auch Freizeitangebote. Es darf uns auszugehen, dass es ja auch quasi auf eine Ausgangssperre zuläuft, aber wir würden sagen, formal, der Lockdown hat schon begonnen. Jetzt könnte man sagen, optimistisch, der dauert länger, als er in China dauert. Gehen wir mal irgendwie von 12 Wochen aus. Dann gibt es einen Fade-In-Effekt von 6 Monaten. Also in dem Fade-In passiert schon Umsatz im Bereich der Touren, Aktivitäten, Attraktionen. Aber es ist eben tatsächlich ein langsamer Fade-In. Und dann kommen wir in die Rebound-Phase. Das heißt, in dem optimistischen Fall haben wir ein Weihnachts- und ein Wintergeschäft 2020. Als wirklich wieder auf normalem Marktniveau beginnenden Geschäft. In dem pessimistischen Fall haben wir ein Ostergeschäft im Jahr 2021. Und das sind, glaube ich, anders als auch viele in der aktuellen Berichterstattung zu sagen, hey, wie viele Wochen geht es noch? Das ist unsere Einladung, da nochmal rauszuzoomen, zu sagen, ja, der Lockdown an sich, der wird im Zweifelsfall jetzt auch nicht Ewigkeiten dauern und der wird auch nicht mehr in den Sommer bis in den Sommer reingehen, wahrscheinlich von allem dem, was wir heute wissen. Aber auch nach dem Lockdown wird es auf jeden Fall erstmal ein Fade-In brauchen, wo das Gesamtumsatzniveau von Tourenaktivitäten sehr deutlich geringer ist. Wir können parallel schon mal quasi den Chat aufmachen. Da haben wir quasi die, wenn jemand Fragen hat, Anmerkungen hat, dann super, super gerne. Da haben wir quasi das entsprechend drin. Ansonsten, wenn es Fragen gibt, da gerne entsprechend durchgehen. Was heißt das jetzt? Wenn wir nochmal auf der Slide, eine Slide zurückgehen, dann warum haben wir das an den Phasen einmal einsegmentiert? Weil wir sagen, okay, das sollte uns helfen, ein gemeinsames Verständnis zu haben, zu sagen, okay, wie wird sich diese Krise und in welchen Phasen wird sich diese Krise entsprechend abspielen? Und daraus können wir einfach sagen, okay, lasst uns gemeinsam vielleicht auf diesem Modell planen, zu sagen, okay, das werden die verschiedenen Phasen sein. Und dann ist es einfacher für uns, aber auch für euch zu sagen, hey, wie muss ich mich verhalten in den verschiedenen Phasen? Also was kann ich da entsprechend tun? Wie kann ich das entsprechend einrichten? Worauf muss ich achten? Wie wird mein Umsatz ungefähr aussehen in den verschiedenen Phasen? Das ist so eine Segmentierung zu sagen, okay, das sind die aufeinanderfolgenden Phasen. Wie möchte ich mich dazu positionieren? Was ist meine Annahme, wie lange die Phasen dauern? Und daraus resultierend dann auch die eigenen Aktionen abzuleiten und zu sagen, okay, höchstwahrscheinlich wird es dann in der Gesamtlänge, also die Phasen 1 und 2, schon noch eine relevante Zeit dauern. Also wir reden da eher über Monate als über Wochen. Und wie positioniere ich mich denn mit meinem Angebot und wie leite ich davon auch meine Entscheidungen ab? Und ich habe die Chance, so machen wir das, die ganzen News, die irgendwie täglich auf einen einprasseln, einfach das auf das Modell zu übertragen, zu sagen, okay, heißt das jetzt, folgende Phase wird länger, weil dass die Phasen so in der Reihenfolge stattfinden, das ist, glaube ich, unstrittig. Man kann sich jetzt drüber streiten, wie lange sie sind, ob das Marktvolumen da entsprechend stimmt, aber das ist, glaube ich, ein Modell, mit dem wir aktuell intern arbeiten, was auch hilft, sich als Freizeitanbieter da entsprechend zu positionieren. Das vielleicht als kurze Einleitung zu sagen zu den Phasen, die wir da sehen. Und ansonsten, glaube ich, was wir gemacht haben, wir haben schon ein paar Informationen veröffentlicht, abseits von den Phasen ganz aktionabel. Was heißt das jetzt konkret für mich? Und ich glaube, da würden wir rausgezoomt, würden wir 2 Empfehlungen aussprechen. Wie verhalte ich mich aktuell in der Krise? Ich glaube, die erste Empfehlung ist, wenn es eine Krisensituation gibt und die gefährlich wird für mich als Unternehmer, für mich als Business, dann hängt es immer an dem Cashflow. Also wie viel Geld habe ich auf dem Konto? Das klingt einfacher, als es ist, weil normalerweise wir sehr viel Optimierung ja immer machen, dass wir irgendwie Gewinn machen, dass wir am Ende gut rauskommen aus dem Jahr und Cashflow normalerweise immer so die Priorität 2 ist. In so einer Krisensituation ändert sich das und ganz klar, ich würde einmal sagen, okay, Cashflow ist das aktuell, auf das ich achten würde. Das heißt ganz konkret,
Cashflow ist King. Was kann ich ganz konkret dazu tun? Naja, wir haben ja eine Situation, in der es wahnsinnig viele Stornierungen gibt, ja, also wo irgendwie nicht nur ich in der Zukunft potenziell keinen Umsatz mehr habe, sondern auch historisch gesehen ich wahnsinnig viele Stornierungen habe. Und da habe ich wahnsinnig, oder haben wir auch als Team wahnsinnig viele gute Initiativen gesehen, zu sagen, okay, weil ich sehe auch und wir sehen auch, dass die Kunden durchaus Verständnis haben für die Problematik der Situation, auch bei den Freizeitanbietern, bei den Tourismusanbietern. Und da gab es tolle Sachen von irgendwie Kunden, die gesagt haben, hey, ich will mein Geld gar nicht zurück, sondern behalte es und lass uns irgendwie nächstes Jahr da eine tolle Experience haben, ein tolles Erlebnis haben. Das heißt, das ist, glaube ich, das relativ Klassische, auch erstmal sagen, hey, ich tausche gegen Voucher um, auch mit den Leuten offen zu sein, zu sagen, hey, wenn ich jetzt alles gegen Geld zurückerstatten würde, dann gäbe es vielleicht dieses Geschäft einfach nicht mehr. Und deswegen ist, du kannst auf jeden Fall, hier ist dein Gutschein, wir sind super flexibel in der Einlösung. Das ist eine Situation, die wir da gesehen haben. Andere kreative Lösung, die wir auch gesehen haben, ist, ich habe teilweise Hardware-Produkte, also wir haben Kochschulen gesehen, die gesagt haben, hey, statt dem Kochkurs gibt es jetzt von mir das Kochpaket für zu Hause, da ist eine Schürze drin, da ist ein Kochbuch drin, da sind vielleicht Sachen drin, die ich sowieso hier schon habe, die ich schon gekauft habe, also ich habe keine neuen Kosten. Und sage, anstatt, dass ich dir jetzt das Geld für den Kochkurs zurückgebe, gebe ich dir eben entsprechend diese Hardware-Produkte zurück. Auch das vielleicht irgendwie als Inspiration, wie kann ich mit meinem Kunden gut umgehen. Eine Frage gerade, die auch im Chat auftauchte, und dann können wir gerne auch so ein bisschen in ein Q&A-Format wechseln, dass wir uns anschauen, zu sagen, okay, was kann ich konkret tun? Viele sagen, ich möchte auf Online-Kurse wechseln, auf jeden Fall. Das, glaube ich, ist eine gute Initiative, die viele Freizeitanbieter jetzt quasi aktuell machen, die da unterwegs sind, die sagen, okay, was kann ich tun, meine Angebote online fortzusetzen? Ich würde immer empfehlen, zu sagen, das als Bestandskundenmaßnahme zu sehen, also zu sagen, wie kann ich meine Bestandskunden, oder viel bei Sportkursen habe ich das auch persönlich, zu sagen, okay, statt jetzt, dass du vorbeikommst, den Sportkurs machen wir den einfach über Video zusammen, dann auch als Gruppen, als Individualtrainings. Das kann ich auch zum Beispiel über BookingKit super machen. Und entsprechend gehen wir da, das sind Initiativen, die ich gesehen habe, wo ich aufpassen würde, ist zu sagen, jetzt, selbst wenn wir davon ausgehen, dass die Lockdown-Phase irgendwie 4 Wochen oder vielleicht sogar 4 Monate dauert, ist für mich immer die Frage, ist jetzt der Moment, komplett mein Geschäft zu ändern, wenn sich das irgendwie ergibt und notwendig ist, dann auf jeden Fall, total fair. Aber ansonsten wäre immer meine Position zu sagen, okay, wenn ich halbwegs den Cashflow habe, jetzt auch diese Lockdown-Periode zu überstehen, dann würde ich mich darauf fokussieren, dass vor allen Dingen in der Phase, wo die Angebote wieder eröffnet werden, dann mich darum zu kümmern, dass ich dort optimal aufgestellt bin. Das heißt, kann ich irgendwie, ist mein Produkt wirklich gut darstellbar, sind Videoinhalte da, sind Bilder da, habe ich alle Vermarktungspartner aktiviert, die ich immer irgendwie aktivieren wollte. Das heißt, das sind quasi die Optionen, die ich da auch vorsehen kann, zu sagen, wie kann ich eigentlich die Situation nutzen, sofern ich mir das leisten kann und mein Cashflow jetzt sichergestellt ist. Dazu auch auf jeden Fall, es gibt ja in Deutschland, aber auch in Österreich, in der Schweiz verschiedene Hilfsangebote der Regierung, sowohl Förderdarlehen als auch jetzt nächste Woche werden ja kommen und sollen kommen, Förderinstrumente, die quasi gerade an die Fixkostendeckung gehen, also sagen, was ist eigentlich mit meiner Miete, mit den laufenden Ausgaben, wie kann ich die entsprechend decken? Auch da soll jetzt hier in Deutschland ein Programm kommen, da werden wir gerne dazu auch informieren, sobald das für Freizeitanbieter möglich ist. Für uns, ich glaube, eine Cashflow-Thematik, die auch gerade im Chat auftauchte, ist quasi Gebühren von BookingKit. Wir sind ja ein transaktionales Business, das heißt, ein Großteil unserer Gebühren kommt einfach aus Transaktionsgebühren. Zu sagen, wenn ich eine Transaktion über BookingKit bekomme, zahle ich dafür. In Zeiten, wo diese Transaktionen wegbrechen, gibt es eigentlich nur noch die Grundgebühren. Also gibt es nur noch die Grundgebühren, auch die für viele unserer Anbieter gerade in diesen Zeiten noch eine relevante Gebühr. Für uns bricht auch ganz offen gesagt
alle unsere Gebühren brechen gerade weg aus den Grundgebühren. Das heißt, für uns ist das genau wie für euch eine super schwierige Situation. Was wir gemacht haben, und so verstehen wir auch die partnerschaftliche Zusammenarbeit, wir haben, das habt ihr vielleicht gesehen, einen Corona Operator Relief Fund eingerichtet. Was heißt das konkret? Wir stellen quasi 10.000 Euro bereit für eine Rückerstattung von Gebühren oder eine Subvention von Gebühren. Das heißt, wir schreiben euch die Gebühren in den nächsten 2 Monaten gut, die Grundgebühren, wenn ihr von dem Coronavirus besonders betroffen seid. Da können wir auch gerne im Nachgang nochmal oder hier den Link reinpacken. Können wir das machen. Was treibt uns da in unserer Entscheidungsfindung? Wir gucken, okay, sind die Einnahmen, also zum Vergleich, Booking.Kit-Einnahmen sind 95% runtergegangen. Also wenn wir vorher 100 Euro verdient haben, verdienen wir jetzt 5 Euro. Das ist so das aktuelle Verhältnis. Das ist, glaube ich, relativ klar. Das ist für uns auch eine super herausfordernde Situation. Und entsprechend ist die Prämisse da zu sagen, wir schauen uns das Umsatzvolumen der Anbieter an von euch. Und wenn es 40% oder mehr Umsatzverlust gibt, entweder gegenüber Vorjahr oder Vormonat, dann kommt ihr quasi entsprechend das Hilfsprogramm rein. Wenn ihr jetzt aktuell noch, gerade im deutschsprachigen Raum, erst auf irgendwie 30% ist, verstehe ich, dass das auch eine super herausfordernde Zeit ist. Da bitte ich einfach um Verständnis, dass wir gerade versuchen, wenn wir auch viele Kunden in Italien, die einfach über Nacht 0 Umsatz haben, dass wir sagen, okay, den Kunden wollen wir als erstes helfen und da wollen wir entsprechend als erstes reingehen. Das ganz kurz quasi zur Cashflow. Es gab noch eine Nachfrage von Markus. Wichtige Frage, die 30% in Phase 2. Wie entstehen diese? Warum nicht 50-70%? Das habe ich noch nicht verstanden. Vielleicht, wenn wir da nochmal ganz kurz auf die Slide gehen, dann könnt ihr das nochmal parallel sehen. Von den Abwicklungen der Phasen. Warte, können wir hier die Slide nochmal haben? Cool. Dankeschön. Die 3 Phasen. Also erste Phase Lockdown, da gibt es quasi einen Regierungsbeschluss zu sagen, es gibt keine Freizeitangebote. Das ist, glaube ich, relativ klar. Okay, da passiert einfach nichts. Die Phase 2, diese zurück zur Normalität, da ist es einfach eine Annahme von uns 30%. Woher nehmen wir diese 30%? Die nehmen wir aus dem aktuellen Umgang damit, wie das die Chinesen machen. Ja? Also die Chinesen machen das so, dass die sagen, die Kapazität aller Freizeitangebote ist gecapped auf 30%. Ich darf maximal 30% meiner vorher maximal zulässigen Gäste haben. Also sei das aus baurechtlichen Bedingungen, sei das aus Kapazitätsbedingungen, weil die sagen, okay, ich möchte Freizeitangebote so schnell wie möglich wieder starten. Ich möchte aber auf der anderen Seite verhindern, dass es bei den Freizeitangeboten zu Neuinfektionen kommt. Und deswegen wollen die einfach die Enge der Besucher verhindern. Und die einfachste Variante dafür war, zu sagen, ich beschränke große Attraktionen oder generell Attraktionen auf 30%. Deswegen haben wir gesagt, unsere Annahme ist, dass es in dieser Phase 30% sind. Ich glaube, wir alle sind glücklich, wenn es mehr ist. Ich glaube auch, es wird jetzt nicht so ein 0, 30, 85 Effekt sein, sondern es wird natürlich ein hochgehender Effekt sein. Ich glaube, 2 Sachen, die ich hier rauslesen würde oder die ich da mitgeben würde für eure eigene Entscheidungsfindung, ist vor allem zu sagen, hey, Art 1, nach dem Lockdown, wenn der Lockdown vorbei ist, wird es auch eine Phase geben, die noch sehr, sehr hart ist. Also dann werden wir noch nicht auf dem ursprünglichen Niveau sein. Und dann danach, wenn wir es irgendwann geschafft haben, uns wieder einzuschwingen auf irgendwie 85% des Vorniveaus, sind wir entsprechend, das wäre so eine Erwartungshaltung, die wir machen können. Ob das dazwischen direkt auf 80 springt, auf 30 springt, auf 20 springt, keiner weiß es, weil ich glaube noch nicht mal die Regierung aktuell weiß, wie wird das Handling dann sein. Das wird auch sehr davon abhängen hier in Deutschland von Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts oder dann in den jeweiligen Ländern von den Behördenempfehlungen, wie sind da die Aktionen geplant. Deswegen alles, was wir da als Maßnahmen sehen, als Informationen sehen, gehen wir entsprechend, nehmen wir aktuell entweder aus historischen Krisen, das haben wir da gesehen, gerade die Rebound-Phase und jetzt, wie kommen wir eigentlich zurück zu einer Normalität, nehmen wir auch von den chinesischen Best Practices, wie wir da entsprechend reingehen. Sehr gut.
Eine Frage kam auch nochmal, ob es die Slides nachher als Download geben wird. Auf jeden Fall, wenn wir den Inhalt da auch nochmal im Nachgang zur Verfügung stellen. Wir stellen auch nochmal eine Aufnahme davon zur Verfügung. Insofern, das ist auf jeden Fall, stellen wir alle Informationen zur Verfügung. Wie gesagt, wir werden das auch als fortgesetztes Format sein. Es gibt bei uns im Blog gibt's relativ viele Informationen, sowohl auf der technischen Ebene, also wie kann ich ganz viele Sachen in Booking Kit darstellen, wie kann ich das machen. Zum anderen, wie kann ich das was hilft mir, um das für mich ein bisschen einzuordnen, für mein Geschäft ein bisschen einzuordnen. All das kann man entsprechend da machen und zögert nicht. Wie gesagt, also das glaube ich, in Zeiten der Krise, da zeigen sich die wahren Partner. Das ist ganz fest unsere Überzeugung. Eine unserer Unternehmenswerte ist zu sagen, wir sind partnerschaftlich, wir wollen an allen Ebenen partnerschaftlich umgehen, bis hin zu dem Thema, wie gehen wir mit Gebühren um, etc. pp. Zu sagen, wir sind da in einer sehr ähnlichen Situation wie ihr alle. Da müssten wir jetzt entsprechend reingehen und einfach partnerschaftlich miteinander agieren. Da sind auch, wie ihr wisst, ich glaube, fast alle von euch kennen unseren Service. Die sind weiterhin ganz normal im Dienst, wenn auch im Homeoffice, sind hervorragend zu erreichen. Das heißt, zögert nicht, da irgendwie durchzurufen, zögert nicht, da eine E-Mail zu schreiben über eure Situation und da entsprechend durchgehen. Ich glaube, was wir auf der Cashflow-Ebene noch haben, so als Information, da wird es auch, wie gesagt, Gebührenprogramme geben seitens der Regierung. Also es wird darum gehen zu sagen, dass die Regierung wird Optionen anbieten, wie man da entsprechend auch mit umgehen kann. Und da gehen wir entsprechend rum. Auch so Themen wie vorausbezahlte Grundgebühren etc. pp., das können wir uns alles dann quasi einfach nochmal regeln, respektive im Service ansprechen. Das sind, glaube ich, alles Themen, die wir dann besser one-on-one lösen und nicht so in einem Großgruppenformat. Ich glaube, auf der Cashflow-Seite, wie gesagt, dieses Verständnis, was kann ich einmal nach hinten tun, also was ist manchmal eine Stornierung, sind so eine Sachen, die wir gesehen haben. Wie gesagt, gegen Gutschein stornieren machen, glaube ich, fast alle und einfach erklären. Ich würde immer werben für Transparenz, für sagen, hey, überleg dir mal, wenn jetzt alle ihr Geld zurückfordern würden, was würde das einfach für mein Geschäft heißen, gäbe es das denn überhaupt? Und das erhöht ganz oft die Bereitschaft, gerade in solchen Krisenzeiten, finde ich, Kommunikation mit einem transparenten, mit einem offenen Visier, super, super wichtig. Eins und dann auch nach vorne blickend. Also wenn wir jetzt irgendwann aus der Lockdown-Phase raus sind, dazu optimieren auf Cashflow. Wie kann ich dafür sorgen, dass ich von meinen Buchungen, die dann wieder reinkommen, möglichst frühzeitig Cashflow kriegen? Weil auch da, wir werden Buchungen sehen, die einfach für lange in die Zukunft gebucht werden, wo die Leute sagen, hey, ich will auf jeden Fall dann wieder Freizeitangebote machen, sobald es sich ein bisschen abzeichnet, wann das alles vorbei sein wird. Und da auch zum Optimieren, also wenn ihr es noch nicht habt, Online-Buchungen komplett auf Vorabzahlung umzustellen oder eben auf Vorauszahlung, Anzahlung umzustellen, wäre so ein Tipp, weniger die Leute wegzusteuern von Bezahlung vor Ort oder einfach zu incentivieren, sagen 10% Rabatt, wenn du quasi vorab bezahlst, um quasi da auf Cashflow zu optimieren, auch auf den Vermarktungskanälen nochmal anzuschauen, zu sagen, viele von uns sind da sehr getrieben auf, okay, wie viel Provision zahle ich? Eine zweite Ebene, die man jetzt vielleicht nochmal berücksichtigen kann, ist, wann zahlen die mich eigentlich aus? Also zahlen die sehr lange nachdem ich die Leistung erbracht habe, erst aus oder zahlen die erst sehr kurzfristig aus? Zahlen die vielleicht sogar zur Buchung schon aus oder zahlen die sehr kurzfristig aus, wenn der Kunde bei mir war. Also das sind, glaube ich, so Ebenen, die man da auf der Cashflow-Berechnung nochmal berücksichtigen kann. Vor allen Dingen dann, wenn es wieder anfängt. Also jetzt ist irgendwie alles null, aber jetzt ist die Zeit, sich vorzubereiten auf was passiert eigentlich, wenn dieser Markt langsam wieder anfängt und langsam wieder beginnt. Und das wären quasi unsere Fragen oder unsere Empfehlungen, was wir viel auch gesehen haben, was gut funktioniert. Und im Kern, das versuchen wir und das würden wir auch allen empfehlen, wirklich zu sagen, hey, offenes Visier, transparent kommunizieren. Ich habe großartige E-Mails auch von Anbietern privat, also quasi als Kunde dieser Anbieter bekommen, wo die einfach gesagt haben, hey, wir haben gerade überhaupt keine Ahnung, wie es weitergeht. Wir haben mit Anbietern telefoniert, die gerade Großteile ihrer Guides entlassen mussten, die einfach sagen, hey, ich habe gar keine Planung für, was ich in Zukunft machen soll. Ich kann dir jetzt nicht alles rückerstatten. Ich glaube, da eine Spur ehrlicher zu sein, in alle Richtungen zu seinen eigenen Mitarbeitern, aber auch zu den Kunden, ist niemals falsch.
Ansonsten schauen wir noch mal ein bisschen in die Fragen hier rein. Wenn ihr Fragen habt, super gerne gehen wir da entsprechend rein. Bei Gutschein gab es irgendwie eine Spezialfrage. Gerade die ganzen Tariffragen würde ich so super gerne an das Service-Team schieben, weil das hängt auch sehr von den einzelnen Tarifen ab. Gibt es so eine Option der Saisonpause für manche Tarife? Das ist, glaube ich, eine gute Option, einfach für einen gewissen Zeitraum die Kosten da auch auf Null zu brücken. Da schauen wir an. Auch solche abweichende Preise für Bezahlarten gibt es, glaube ich, kann man nicht selber einstellen, können wir uns nochmal aber mit dem Service-Team anschauen, haben wir mit manchen Kunden, haben wir da Optionen drin, schauen wir das an. Ansonsten, wenn wir uns quasi anschauen, jetzt sind viele von uns, alle von uns irgendwie im Homeoffice, sitzen zu Hause, bereiten das vor, sitzen irgendwie mit den Kindern zu Hause, das ist irgendwie super komische Zeiten. Stellen wir uns mal darauf ein, dass das jetzt vielleicht noch 10 Wochen dauert. Ja, das heißt, wir haben jetzt 10 Wochen Zeit, im ersten Schritt unser Geschäft zu retten, ja, dafür zu sorgen, dass es das Geschäft überhaupt noch gibt am Ende dieser Lockdown-Phase. Das ist super hart, da zu prüfen auch, was es quasi an Möglichkeiten gibt. Da ist Erstansprechpartner ist immer die Hausbank und auch der Steuerberater, die sind in der Regel recht gut drin, was es da für Optionen gibt. Auch wenn ganz offen gesagt die Versprechen der Regierung da insbesondere am deutschsprachigen Markt von letzter Woche noch vollmundiger klang, als sie dann immer in der Realität sind. Das muss man sich anschauen. Aber das schauen wir entsprechend uns dann entsprechend an. A2, wenn das sortiert ist, dann müssen wir uns entsprechend reinschauen, anschauen und sagen, wie kann ich mich vorbereiten auf die Situation, wenn es wieder losgeht. Es wird eine Situation gehen, wenn es wieder losgeht. Das fand ich persönlich ganz spannend, eben zu sagen, aus dieser China-Thematik heraus, aus dem, was haben wir von den chinesischen Fällen gelernt, zu sagen, dass es nicht so ist. Das könnte man erwarten, dass einfach die Preise ganz massiv fallen, weil alle irgendwie versuchen, jetzt wieder Kunden anzuziehen, massiv mit Preisrabatten das machen, sondern durch eben diesen Cap der Regierung zu sagen, maximal 30%, maximal 30% kann ich quasi von der Kapazität nutzen. Und das führt dazu, dass es mehr Nachfrage als Angebot gibt. Das heißt, die Preise sind dort in dieser ersten Phase erstaunlich stabil geblieben. Das hat mich persönlich überrascht, weil man so meine schlimmste Befürchtung war, man kommt quasi aus dieser Phase mit keinem Umsatz und kommt dann in eine Phase, die extrem auf Preiskampf getrieben ist. Das wird, glaube ich, in der dritten Phase tatsächlich so sein. So ist einfach mit einem sinkenden Gesamtmarkt auch die Preise für Freizeitangebote ein Stück weit unter Druck geraten, weil viele Leute einfach erstmal auf Cashflow optimieren, zu sagen, ich brauche überhaupt Umsatz. Aber gerade für diese Phase, die erste Phase, die danach kommt, das nicht der Fall ist. Und das wäre tatsächlich unsere Empfehlung. Da werden wir auch mehr Informationen zu bereitstellen. Haben wir auch schon ein paar Informationen zusammengestellt in unserem Blog, also bookingkit.de/blog, was man da machen kann, was so, also von, ich sag mal, den Grundlagen zu optimieren, sind eigentlich meine Produkte wirklich gut dargestellt, sind die Texte gut, sind die Inhalte, also Bilder überzeugend, sind Videos hinterlegt zu den Produkten, habe ich vielleicht schon Videos, die ich einfach nicht geschnitten habe, kann ich die nochmal verbessern, also ich habe mit großen Freizeitanbietern gesprochen, die haben mir im Vertrauen gesagt, ihr könnt ja alle, so die größten Freizeitanbieter Europas haben jetzt auch einfach geschlossenes Geschäft, die haben eine teilweise bessere Situation, weil sie einfach bessere Cashflows haben, einfach noch ein bisschen mehr Puffer haben. Und die sagen, Lukas, die Situation ist super, 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 sorry für das Wort, scheiße, und anders kann man es nicht sagen. Auf der anderen Seite, ich hatte noch nie eine Situation, wo ich 0 Kunden hatte und wo ich mich um die großen strategischen Projekte kümmern konnte. Welche Vermarkter will ich eigentlich benutzen, sowohl lokal als auch online? Welche Vermarkter will ich nutzen, diese Verträge mal durchzuschauen, das für mich zu aktivieren, meine Produkte sicherzustellen? Und das finde ich ganz spannend, dass gerade von den großen Freizeitanbietern da viel Initiative gerade ist, zu sagen, was kann ich eigentlich machen? Ich habe mit Vermarktern gesprochen, sowohl hier im europäischen Raum, also in Get Your Guide und Tickets, die sagen, okay, wir führen eigentlich tagtäglich da spannende Gespräche. Und das fühlt sich jetzt, glaube ich, in der aktuellen Situation ein bisschen surreal an, weil wir jetzt in der ersten Woche des Lockdowns sind. Wenn wir irgendwie aber in der dritten, vierten, fünften Woche des Lockdowns sind, dann würde ich uns dazu einladen, sozusagen nach vorne zu schauen, okay, wie kann ich eigentlich das für mich optimieren?
Wolfgang Schöll hat gefragt, du hast die Situation in China nach der Ausgangssperre angesprochen. Hier gibt es bestimmte Regelungen für die Freizeitanbieter, zum Beispiel nur noch Online-Buchungen. Gibt es eine Übersicht aller Regeln, die chinesische Regierung verabschiedet haben? Ich kenne keine, das ist so das große Problem. Also wir schauen uns ganz viele Thematiken da auch an. Ich habe ganz viel gesprochen, auch unsere Teams haben gesprochen mit den Akteuren dort vor Ort, also sowohl mit Anbietern als auch den Vermarktern, um da einen Überblick zu bekommen. Das heißt, viel von unserem Wissen kommt da tatsächlich aus Gesprächen. Das heißt, es gibt aus meiner Perspektive, wenn jemand die hat, super gerne einfach rüberschicken, keine globale Übersicht. Was wir machen werden, ist so im Rahmen dieser Slides, die wir auch gezeigt haben, da nochmal Übersichten zusammenzutragen, um zu verstehen, okay, wie gehen andere Länder, konkret China ist quasi weitest fortgeschrittenes Land, wie gehen die damit um? Aber das wäre quasi eine der Thematiken, die wir, wo ich keine richtig gute Übersicht kenne, aber wo wir es als unser Job sehen, entsprechend das weiterzutragen. Katrin Werner fragt, wir haben zu hoch gescrollt. Wie stellt ihr euch einen Online-Sportkurs vor? Also ich glaube, es gibt da zwei Prämissen aus meiner persönlichen Sicht. Ich glaube, es gibt im Internet wahnsinnig viele sehr gute Sportkurse online. Das heißt, es wäre aus meiner persönlichen Sicht jetzt nicht mein Anspruch zu sagen, hey, kann ich Sportkurse komplett online darstellen und damit auch Leute auf der ganzen Welt zu erreichen, weil da gibt es einfach Profis da draußen, die machen den ganzen Tag nichts anderes als Online-Sportkurse, da will ich mich nicht in das Wettbewerbsumfeld begeben, sondern meine persönliche Prämisse dabei wäre zu sagen, okay, wie kann ich eigentlich meinen Bestandskunden einen sauberen Service bieten, weil diese Phase wird vorbei sein, viele Bestandskunden sind entweder in so Laufzeitabonnements oder vielleicht auch Einzelkursabonnements, sagen, wie kann ich die dazu bringen, sagen, sobald das alles wieder vorbei ist, wird es entsprechend, kommst du wieder zurück, geht es entsprechend ein, kannst du auch in deinem Trainingsprogramm bleiben. Gerade bei Sportkursen ist es ja super, in Anführungszeichen gefährlich, wenn du jetzt irgendwie aufhörst und dann irgendwie nach 2-3 Wochen nur wieder da reinkommen willst, dass es unglaublich viel Anstrengung kostet. Und deswegen sind wir da entsprechend unterwegs zu sagen, okay, oder haben wir viel gesehen, dass die Leute einfach versuchen, Sportkurse weiter fortzusetzen, indem sie einfach Gruppenkurse zu genau der gleichen Uhrzeit wie sonst entsprechend durchführen, weiter durchführen, dass quasi einfach mit dem Laptop irgendwie ein gutes Video-Equipment oder Video-Equipment, was ihr einfach habt, die Beziehung weiter fortzusetzen, auch zu dem Trainer und dadurch einfach dafür zu sorgen, dass die Leute auch weiterhin zahlen für die Kurse. Je nachdem, ich glaube, auch da kann man ganz offen mit seinen Kunden sprechen, zu sagen, hey, für mich ist das super schwierig, ich muss ja trotzdem Miete und alles entsprechend bezahlen und dann einfach partnerschaftlich dazu sprechen. Und in der Regel habe ich viel gesehen, dass die Leute dann auch weiter quasi ihre Abogebühren, ihre Kursgebühren entsprechend zahlen. Und das ist, glaube ich, eine sehr gute Variante, um einfach A, weiter Geschäft zu haben und B, auch die Beziehung zu den Bestandskunden zu haben. Und nicht desto letzt, egal was man quasi da an News hat da draußen, egal welche Virusinfektionen, also Sport machen, fit bleiben, ist auf jeden Fall eine Sache, die für die Gesamtgesundheit extrem gut ist. Insofern würde ich auch so oder so jedem empfehlen, da weiter seine Sportkurse zu machen. Wir gucken nochmal hier auf die Fragen. Das hatten wir schon von Björn Wolfram. Gibt es eine technische Lösung für verschiedene Preise, Zahlart? Gibt es so Aufpreisoptionen? Das können wir uns mit dem Service dann nochmal im Detail angucken. Das hängt immer davon ab, wie ihr euer Produktportfolio entsprechend anbietet. Und das wäre nochmal der Aufruf. Ich bin da bei Daniela Friedrich zu sagen, ich finde auch, dass wir die Zeit nutzen sollten, um auch noch bessere Angebote zu schmieden, um unsere Kunden danach das Beste bieten zu können. Also wie gesagt, ich verstehe, dass es viele unter uns gibt, die haben einfach nicht genug Geld auf dem Konto und die machen sich extreme Sorgen, ob sie am Ende dieser Krise überhaupt noch gibt und ob sie nicht Insolvenz anmelden müssen und einfach aufhören müssen. Wenn ihr das geklärt habt in den nächsten Wochen zu sagen, hey, es gibt irgendwie eine Beihilfe von der Regierung, es gibt Darlehen von der Regierung, wenn das für euch geklärt ist, würde ich euch dazu einladen, fokussiert auf das, was ihr gut könnt, dafür kommen eure Kunden, auf die Produkte, für die ihr macht. Viele von euch wollen quasi ihre Passion ja auch an den Kunden weitergeben. Fokussiert euch darauf, da wirklich weiterhin großartige Produkte zu haben, jetzt die Themen anzugehen, die für die immer keine Zeit war, weil immer andere Sachen irgendwie wichtiger waren. Fokussiert euch darauf und kommt dann lieber zurück mit einem sehr guten Produkt, als jetzt irgendwie für 4-5 Wochen euch reinzustürzen in eine Situation, wo ihr eigentlich andere Produkte macht, das irgendwie anders darstellt. Das wäre ja meine starke Empfehlung zu sagen, wenn ihr euch das leisten könnt,
Und dann geht das entsprechend weiter. Jetzt haben wir hier von Alexander Haag, wir sind ein Escape Room und nehmen Reparaturen vor, hübschen mit kleinem Budget unsere Filiale auf. Mit dem Vermieter wollen wir eine kleine Pause einführen oder 50% der Miete festlegen. Sonst haben wir eine Stadtrally in Arbeit, Outdoor. Da Escape Games eher kleine und private Gruppen betreuen, hoffen wir, dass bald Kunden wieder uns besuchen. Das ist für mich ein perfektes Beispiel. Also Escape Games, wer es nicht kennt, ist quasi ein Fluchtspiel. Also ich werde mit einer kleinen Gruppe von 2 bis bei großen 16 Leuten in einen Raum eingesperrt und muss dann da wieder rauskommen. In der Regel irgendwas so in die Richtung von einer Stunde. Und das ist, glaube ich, genau aus meiner Sicht der Spirit. Art 1, partnerschaftliche Zusammenarbeit mit allen, spricht mit allen. Wir machen das proaktiv, dass wir sagen, unter bestimmten Bedingungen können wir über die Gebühren sprechen, auch wenn es uns natürlich genauso hart trifft. Aber ich habe auch viele Fälle gehört, wo Vermieter mit sich reden lassen. Die haben auch keine Lust. Jetzt, die werden auch nach der Krise nicht direkt Schlangen dastehen haben, die ihre Räume mieten wollen, die ihre Ladenlokale mieten wollen. Das heißt, sprecht da ganz offen mit denen, sagt denen, hey, ich kann es aktuell nicht. Wir beide wollen eigentlich, dass es danach wieder sauber weitergeht und dass wir die nächsten 10 Jahre hier sind. Sprecht da mit offenem Visier mit den Leuten. Man wundert sich manchmal, was da für Sachen möglich sind. Da habe ich viele Sachen auch gehört, von irgendwie Mietstundungen bis hin zu Mieter auf 30% runter für eine gewisse Zeit. Viele Sachen, weil auch der Vermieter weiß ja, was hat er für ein Interesse, euch da quasi rauszudrängen und dann dort auch keinen drin zu haben. Das heißt, das wäre aus meiner Sicht genau die Sache zu sagen, was kann ich jetzt tun, wie kann ich es machen? Und ich glaube, im nächsten Schritt, wenn das dann wieder anfängt, sind das genau die lokalen Freizeitangebote für Städtereisen, aber auch direkt vor Ort, was ich hier in meiner Heimat machen kann. Die werden als erstes wieder zunehmend Umsatz bekommen, zunehmend Marktvolumen bekommen. Und deswegen ist das aus meiner Sicht genau der Spirit, den wir empfehlen würden, zu sagen, sobald sichergestellt ist, okay, ist das Überleben ist sichergestellt, nach vorne schauen, keiner weiß, wie lange der Lockdown ist, aber dann da entsprechend reinzugehen und entsprechend reinzugucken. Jetzt haben wir noch 4 Minuten. Ich würde sagen, vielleicht machen wir noch 3 Fragen, wenn es Fragen von eurer Seite seid. Da entsprechend haben wir jetzt noch die Chance, irgendwie 3 Fragen. Andreas Stapelfeld merkt an, es wird auch daran gearbeitet, die Insolvenzantragspflicht auszusetzen, bitte im Auge behalten. Auf jeden Fall. Ich glaube, die ist sogar schon per heute ausgesetzt. Das heißt, da gibt es verschiedene Lockerungen. Die These dahinter ist zu sagen, okay, wenn ich in Insolvenz gerate, weil vielleicht die Regierungshilfen einfach nicht schnell genug kommen, dann wollen wir als Regierung den Leuten lange genug Zeit geben, noch die Hilfen zu beantragen. Ich würde immer sehr darauf achten, zu sagen, was macht eigentlich mein Cashflow? Kann ich also meine laufenden Einnahmen noch bezahlen? Und erstmal für alle Fälle mit allen sprechen, das heißt mit Mitarbeitern sprechen. Es gibt Kurzarbeiterregelungen, die sehr ausführlich quasi jetzt gerade eingeführt wurden, die auch nochmal ja per letzte Woche erhöht wurden und jetzt auch rückwirkend für den März möglich sind, also per sofort möglich sind. Das ist immer keine schöne Situation für niemanden, nicht für das Unternehmen, nicht für den Mitarbeiter, aber hilft uns da Cashflow zu sparen und soll ja letztendlich auch Kündigung verhindern. Genau das ist ja der Sinn und Zweck dahinter. Sprecht mit den Vermietern. Typischerweise sind Vermieter oder sind Mieteinnahmen neben den Mitarbeitern einer der größten Fixkostenposten. Also entsprechend ist das offene Gespräch, das transparente Gespräch mit einem offenen Visier ist da immer das, was wir da absolut empfehlen würden. Ansonsten schauen wir nochmal, wenn wir hier einmal scrollen. Wenn wir noch Fragen haben, haben wir keine, genau. Ansonsten vielen, vielen Dank fürs Dabeisein. Schickt uns gerne auch, also wir sehen unseren Job, euch zu helfen, naturgemäß zu allen Booking-Kit-Fragen, wenn ihr sagt, hey, wie kann ich das im Booking-Kit machen? Aber noch darüber hinaus, unser großer Vorteil ist ja, dass wir sehr vernetzt sind. Es gibt ganz viele, glaube ich, gute Verbände, die in den einzelnen, also es gibt hier in Berlin, gibt es den Entura-Verband für touristische Attraktionen, die machen gerade einen ganz fantastischen Job. Es gibt auf den verschiedenen Angeboten einen Escape-Verband etc. pp. Da gibt es wahnsinnig tolle Aktionen. Was wir machen können, ist einfach Erfahrungen teilen, wenn ihr sagt, hey, ich will irgendwie Kurzarbeitergeld einführen. Habt ihr da jemanden, der das schon gemacht hat, der mit dem ich mal sprechen kann? Auch das sehen wir als unseren Job, einfach euch zu vernetzen. Wir haben auch nicht, wie gesagt, von allen Themen super eine große Ahnung, aber wir können vor allen Dingen vernetzen zwischen den verschiedenen Anbietern, die wir bei uns haben.
Ad1 und Ad2 können wir natürlich uns entsprechend hinstellen und den uns Best Practices sharen. Das werden wir auch machen. Im Blog machen wir es. Wir machen es aber auch persönlich, wenn er quasi einfach bei uns durchruft, sagt, hey, das ist mein Thema. Habt ihr eine Idee dazu? Teilt uns gerne auch Sachen, die ihr macht. Genau das, was wir hier auch im Chat gemacht haben. Wir machen das so und so. Wir geben das immer weiter. Und ich glaube, das ist auch der Spirit, den ich gerne mitnehmen würde, zu sagen, geht doch, lasst es uns, es ist eine krass schlechte Situation für uns alle, es geht uns so, es geht euch so, es geht uns allen zusammen so, und lasst uns nach vorne schauen, zu sagen, wie können wir hier stark rauskommen, und wir sind da gerne euer Partner und sehen uns im Zweifelsfall dann nächste Woche nochmal hier mit ein paar Updates, was sind eigentlich die neuen Situationen. Kommt gerne, wenn ihr zwischendurch Informationen habt, Fragen habt, gerne rüberschicken. Und ansonsten sehen wir uns hier nächste Woche oder im BookingKit-Blog oder am Telefon. Bis dahin, bleibt stark und bleibt vor allen Dingen gesund. Vielen Dank.